Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zu einem neuen Let's Play in Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall. Wir werden diesmal mit, nachdem ich alle eure Kommentare gelesen habe, mit Robert spielen. Robert wurde, glaube ich, am öftesten genannt. Robert wurde definitiv von den neuen Civs am öftesten genannt. Mit Robert, und wir werden keinen normalen Sieg versuchen diesmal. Ich glaube, wir werden... Da ist hier irgendein Tourismus, wobei ich den noch nicht ganz verstehe. Ich werde Robert gleich vorlesen. Wir werden diesmal, glaube ich, einen Kultursieg probieren. Auch wenn er es ziemlich ins Auge gehen könnte. Ich habe bisher nur einmal in Civ 6 mit Australien einen Kultursieg auf Gottheit gemacht und auch geschafft. Es haben auch ziemlich viele Religionssieg sehen wollen, aber Religionssieg geht auf Gottheit meiner Meinung nach einfach wirklich nur aus, wenn man hat unglaublich Glück mit Saladin, weil er den letzten Prophet bekommt. Und ein Saladin... Religionsgottheitsspiel gibt es schon auf dem Channel. Also ich will nicht irgendwie nochmal genau das gleiche machen, weil das irgendwie fad wäre. Und es ist einfach, es wäre keine Herausforderung, es wäre einfach nur klar, dass ich verliere, außer ich versuche, ich fange irgendwie 10-mal an und kriege irgendeinen sehr, sehr glücklichen Start, damit ich den Religionssieg mit irgendeiner anderen Person schaffe auf Gottheit. Glaube ich zumindest. Ich mache was mit ihm. Das bringt alles nichts, ich brauche den Prophet. Der Prophet ist das Problem, weil die KI dermaßen auf Religion geht, dass sie die Propheten einsacken, wie blöd. Und ohne Prophet gibt es heute einfach keine Religion. Ja, also deswegen kein Religionssinn, deswegen werde ich versuchen, Kultur zu machen, um es mal ein bisschen aufzulockern. Zwischen dem ganzen Wissenschafts- und Herrschaftsgesiege. Wir werden auf Standard spielen. Die zweite große Idee, die ich nicht machen werde, die viele haben, ist auf Marathon spielen. Weil... Das Let's Play ist eh schon auf Standard 30 Episoden lang. Und die letzten 5 sind eh schon immer klar, dass ich gewinne. Dann haben wir dann plötzlich 10 Episoden, wo eigentlich nichts mehr Interessantes passiert. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach zu lang. Es ist auch eher, glaube ich, einfacher, ehrlich gesagt. Weil du dann mehr Zeit hast mit den Einheiten. Also, weißt du, die Sachen, auf die die KI Boni hat... sind dann tendenziell weniger wichtig, weil sie länger dauern, während die Sachen, wo die KI ziemlich schlecht ist, wie Einheiten ziehen, Krieg führen und solche Sachen, viel länger dauern oder mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil man ja, wenn man in 6 Runden Eisenverarbeitung erforscht hat, dann hat man einfach weniger Zeit mit den Kriegern rumzulaufen und sich da zu überlegen, wie man das am gescheitesten macht, als wenn man es in 12 Runden kriegt. Also ich glaube, es ist tendenziell eigentlich einfacher. Ich glaube, wenn, dann wäre... Online wäre schlimmer oder schnell gegen eine Gottheit-KI, wenn man dann nicht dazu kommt, die Boni, die sie ja bekommt, auszugleichen. Deswegen werden wir bei Standard bleiben. Kartentyp ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich will eigentlich nicht Pangea machen, wenn ich um Kultursieg gehe, weil für einen Kultursieg braucht man keine Nachbarn sozusagen. Also nicht unbedingt. Und es wird nur schwieriger, weil wir dann wieder alle aufs Maul gehen. Also machen wir, glaube ich, wieder Kontinente. Standard-Karten. Ja, das Weitere, das ist eigentlich das Gleiche wie mit... Mit dem Spieltempo ändern, dass ich auf größeren Karten spielen soll. Ich könnte mal Graus machen. Riesig haben sie gemeint. Hat irgendwer aber dann mit 24 Ziffs oder sowas? Ich weiß es nicht mehr genau, was der Kommentar war. Ich glaube eben sowas. Wir könnten auf Graus oder Riesig spielen. Macht es das dann schwerer? I guess so. Das letzte Mal war Graus einfacher. Wo wir es auf Erde gemacht haben. Wir machen mal Graus. Damit wir irgendwas verändern. Damit ich nicht nur Fahrt bin. Und Kultursieg wird... Ich habe... Wie gesagt, einmal Kultursieg geschafft. Ich habe einmal Kultursieg ohne aufzunehmen gemacht, um mich einfach für das Australien-Spiel vorzubereiten. Das habe ich aber nicht ganz fertig gespielt. Und dann das Australien-Spiel habe ich fertig gespielt. Aber das ist jetzt auch schon wieder länger her. Ich kenne mich schon wieder nicht aus. Aber jetzt kommen wir nochmal auf Schottland zurück, bevor ich mich noch mehr hier um Kopf und Kragen rede. Robert I. Bannockburn. Kann einen Befreiungskrieg erklären, nachdem die Ausrichtung Verteidigungstaktiken gelernt wurde. Also relativ früh, wenn ich mich richtig erinnere. Plus 100% Produktion und plus 2 Fortbewegung für die ersten 10 Runden nach der Erklärung des Befreiungskrieges. Also wie wir eigentlich immer Befreiungskriege am Laufen haben. Was ja nicht so schwer sein sollte, weil die KI die ganze Zeit Stadtstaaten einnimmt. Das wäre eine Idee, einfach nur für die Produktion halt. Und wegen nichts anderem quasi. Nur für die ersten 10 Runden, oder? Ja, aber da müssen wir halt rumlaufen und Befreiungskriege erklären. Links und rechts. Mal schauen. Könnte lustig werden. Schottland. Schottische Aufklärung. Zufriedene Städte erhalten zusätzliche plus 5% Wissenschaft und plus 5% Produktion. Zufriedene Städte generieren plus 1 großer Wissenschaftler Punkt pro Campus und plus 1 großer Ingenieur Punkt pro Industriegebiet. Begeisterte Städte verdoppeln die jeweils. Da könnte man jetzt natürlich sagen, warum gehst du dann bitte auf den Kultursieg?
Ja, das stimmt. Das wäre dann irgendwie mehr so wieder Richtung Wissenschaftssieg. Aber der Golfplatz hat irgendwie was mit Kultur zu tun, oder? Ich wollte einfach Robert spielen und dann habe ich gedacht, wieso nicht, probier mal einen Kultursieg. Golfplatz, schalte die Handwerkerfähigkeit frei, einen Golfplatz, die einzigartige Modernisierung Schottlands, zu bauen. Plus 1 Annehmlichkeit und plus 2 Golf, plus 1 Kultur, wenn er an ein Stadtzentrum angrenzt und plus 1 Kultur, wenn er an einen Unterhaltungskomplex angrenzt. Zusätzlicher Tourismus und Wohnraum für euren Fortschritt im Ausrichtungs- und Technologiebaum. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Kriege ich dann Tourismus pro Runde auf dem Feld oder how does this work? Das werden wir dann sehen, ne? Wenn wir es ausprobieren. Wäre nicht das erste Mal, dass ich keine Ahnung habe, was ich tue. Kann nicht auf Geländefeldern mit Wüste oder Wüstenhügeln platziert werden. Einer pro Stadt. Geländefelder mit Golfplätzen können nicht getauscht werden. Plus 1 Anziehungskraft. Und dann haben wir noch den Highlander, schottische Spezialeinheit des Industriezeitalters, die den Ranger ersetzt. Eine Einheit, die ich nie baue, nice. Starke Aufklärungseinheit plus 5 Kampfstärke mit dem Kampf in Hügel- und Waldgelände. Okay, ja, so werden wir es machen. Kultursieg ist das Ziel. Gottheit, Schwierigkeitsgrad, der gute Robert, wir machen mal groß, damit ich irgendwas anders mache als sonst. Und Kontinente, Inseln wäre auch noch eine Idee. Aber es wird langsam zu schwer. Kultursieg alleine ist auch schon schwer genug. Oder sind Inseln schwer? I don't know. Wir machen jetzt einfach Kontinente. Kontinente sind quasi große Inseln. Passt schon. Ist okay so. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Alrighty. Da wären wir. Weiß nicht, wie sehr mit der Stadt jetzt gefällt. Warte mal, jetzt haben wir wieder alles nicht eingeschalten. Wo ist denn das? Servus? Hallo? Fuck. Ich habe vergessen, wo die Option dafür ist. Wo schaltet man die Ertragssymbole ein? Linsen, Kartenoptionen wahrscheinlich, ja? Ja, yeah, there we go. Okay, das sind sie. Also wir haben dann. Jo, geh weg. Du nervst. Okay, kannst du kleiner sein? Nein, nicht ganz weg. Okay, whatever. Ja, der Start ist nicht so cool. Wir haben hier mal 3 Nahrung. 3 Nahrung, 1 Produktion ist kein schlechtes erstes Feld. Aber wo sollen da bitte die Produktion herkommen? Sind wir Holland? Ist eigentlich Schottland nicht Highlands und Hügel und solches Zeug? Hallo? Das sind aber keine Hügel. Da ist ein kleines Hügelchen und dann da der Stein und sonst haben wir einfach überhaupt keine Produktion. Na super. Great. Good start. Wir könnten auch hier rüber. Gibt es da vielleicht noch irgendwo mehr Hügel? Ich sehe natürlich nichts, weil ich durch die Wälder nicht durchschaue. Ich meine, holzen können wir hier wie blöd. Und da ist noch ein Hügelchen. Ich meine, ich weiß nicht, ob da noch schöne Dinge versteckt sind, die ich jetzt verliere, weil wir bisher nur eine Luxusressource. Und natürlich, wir verlieren einen Zug, wenn wir da rüber gehen. Und da ein Fluss dazwischen ist und wir deswegen dann nicht gleich siedeln können. Aber dafür haben wir gleich die 2 Nahrungsfelder. Ich glaube, das ist besser. Und ein Hütchen haben wir gefunden. Ist doch auch nett. Okidoki, jetzt siedeln wir aber auf alle Fälle. Du wirst als erstes natürlich die Bananen bearbeiten, was du auch gleich gerne tust. Wir machen sicher keinen Speer, weil es Selbstmord ist. Wir machen als erstes einen Schleuderschützen. Dann kommst du hier rüber. Das ist gerade außerhalb, dass wir da vielleicht noch eine schöne Campus-Location hätten. Wobei, ich muss ja eher schauen, dass ich schöne Theaterplatz-Location habe oder was auch immer. Was brauchen wir als erstes? Für euch bräuchte man Bewässerung, aber es ist nicht so wichtig, dass ich euch anschließe. Bewässerung kriege ich auch den Horeca-Moment dafür. Bergbau für ordentlich Holzen wäre hier eigentlich eine Idee am Anfang. Ich glaube, das machen wir auch. Nächste Runde. Wir wollen definitiv bei diesem Hütchen da oben oder Dörfchen da oben vorbeischauen. Oh! I'm a genius. Okay, wir haben die Gewürze im dritten Ring. Das heißt, wir werden uns da wahrscheinlich hinkaufen müssen. Aber was für ein Feld. 4 Nahrung, 1 Produktion. Wie viel Geld haben wir? Nix dabei. Hier passt alles, oder? Du, ja, genau. Wir wachsen in 2 Runden. Kriegen wir nochmal über Chips. 40 Gold. Ich hätte halt gerne, dass er sich das Feld vorher selber holte, damit ich nicht so viel Geld ausgeben muss. Nur mal, um nachzuschauen. Wie viel will mich das kosten? 50 und dann was ist das nächste nachher? 90 oder so? Kann ich mir eh noch nicht leisten. Aber ich würde es vielleicht relativ früh machen. Wo wollen wir jetzt mit dir weitergehen? Mal auf den Hügel. Okay, das sind Orangen und ein Haufen Wüste da oben. Noch haben wir niemanden weiteren getroffen, was mich eher sehr freut für den Moment. Wir haben eh 10 Ziffs, oder? Standard auf groß, nehme ich an, haben wir 10 Ziffs, right? Ja, ich habe nichts. Ich hoffe.
Ich hoffe, das ist jetzt nicht so. Ich habe jetzt nur 8 Tipps und spiele auf groß oder sowas. Ich möchte aber nicht, dass ich das verbrochen habe. Wir haben noch ein zweites Hütchen gefunden. Das letzte Mal waren wir mit Hütchen nicht so glücklich wie jetzt gerade. Bearbeitest du das Richtige? No. Wieso passe ich nicht auf? Goddammit. Muss schnell erwachsen, die Stadt. Gerard hat große Fortschritte gemacht. Nice. Stammesdorf kontaktiert. Technik, Bonus, Rad. Jopp. Soweit, so gut. Okay, jetzt werden wir gleich als nächstes, glaube ich, den Handwerker raushauen, weil wir ihn recht bald ein bisschen choppen können. Was holst du dir als nächstes von selber? Den Stein, es macht halb Sinn. Weil wenn ich das kaufe, kann ich da auch noch gleich choppen hinterher auch. Weil momentan kann ich eigentlich nur ein Feld choppen. Damit dir gehen wir so mal rum. Also hier versuchen, den Süden zu erforschen. Und dir machen wir jetzt mal unsere kleine Runde schon nochmal fertig. Weil Barbaren und solches übles Getier sicher nicht zu lange auf sich wird warten lassen. Du wächst wieder in 2 Runden. Das ist nice. Wachse mal schön, liebe Stadt. Forschung wählen. Okay, jetzt hätten wir den Berg. Wir wollen eigentlich definitiv. Ja, wir brauchen für alles, was wir tatsächlich irgendwie anschließen wollen, nachher Bewässerung. Also machen wir mal Keramik als nächstes. Wir brauchen dringend Tierzucht und Bogenschießen natürlich auch. Oh shit. Servus Poundmaker. Das letzte Mal warst du nicht besonders gut auf mich zu sprechen. Ich bezweifle äußerst stark, dass es diesmal anders sein will. Wobei, du bist nicht so nah. Nicht, dass das die KI jemals aufhalten würde. Und da ist schon die nächste. Ich bin Gitaria, Königin und Beschützerin von Indonesien. Diejenigen, die uns für schwach hielten, übersehen jetzt den Meeresboden. Das ist ein bisschen aggressiv für den Anfang. Finde ich. Du hast mich gefunden, was mich noch mehr stört. Und wo ist das Barblager? Da. Kannst du dich bitte... Nein, ich weiß, die Barbaren sind wie... zielgerichtete Raketen, die immer auf den menschlichen Spieler losgehen, aber könnt ihr vielleicht irgendwen da oben sickern gehen und nicht mich? Wenn ich will jetzt eigentlich nicht umdrehen und dieses Barbarenlager dort oben ausheben gehen. Das ist schon ein Arbeiter von ihr, ja. Das ist noch, naja, ja. Okay. Wir werden einen Krieg mit Gitaria haben. Oh, da könnte unser erster Befreiungskrieg hingehen. Nicht, dass mich Candy besonders interessieren würde. Egal. Er gleicht dem Dreck, der sich in ruhigen Gewässern um die Schiffe sammelt, immer noch das Gleiche. Wenn ihr in der Nähe seid, sollte man besser davon segeln. Ja, dann segel weg und lassen wir ihn in Ruhe. Ja, nur das dumpfe Gefühl, darauf wird es nicht rauslaufen, gell? Okay, wo bist du? Ah, ja. Alright. Ich meine, da könnte man nur eine Stadt hinbauen für Verteidigungszwecke eigentlich. Das ist best. Gesetzgebung haben wir. Yay! Wir machen mal den Glauben für das Pantheon. Und die Disziplin. Wo wir jetzt gerade noch gar keine Barbaren haben. Greifst du mich gleich an, weil dann wäre der gleich tot? Das fände ich unsympathisch. Wir machen als nächstes natürlich Handwerkskunst. Müssen wir aber dann 3 Geländefelder modernisieren. Was wiederum eigentlich nur geht, wenn wir diese Felder hier kaufen. Aber dann können wir das schöne Geld für nichts anderes ausgeben. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Oder ob die Opportunitätskosten da nicht zu hoch sind. In dem Fall. Aber was sonst hier anfangen? Nee, einmal, zweimal, dreimal. Wir könnten schon einfach die 3 verbessern. Aber einmal holzen mich auf alle Fälle. Difficult. Du kommst mal da und dahin. Kannst du mich kurz noch nicht angreifen, damit ich mich ein bisschen bei dir umschauen kann? Bevor wir dann alternativlos Krieg führen werden. Das wäre cool. Ich hoffe, der Poundmaker orientiert sich irgendwie vielleicht mehr nach Osten, Norden oder irgendwo, wo ich nicht bin. Es gibt ein paar nice Städte-Locations hier. Ey, was macht da ein Barbaren schwer? Nicht in meiner Nähe rumlaufen. Wobei das Gelände hier ist für einen Angriff nicht gerade rosig. Das gefällt mir nicht so sehr. Yep, Keramik fertig. Jetzt werden wir mal Bewässerung halb antacken. Aus, ich vergesse es. Und text durch, weil ich ein Volltrottel bin. Kommt vor. Das war 50-50 Chance, dass das passiert. Okay.
So, jetzt stellt sich langsam wirklich die Frage. Aber ich glaube, ich hau hier einfach noch einmal einen weiteren Handwerker raus. Was holst du dir jetzt als nächstes? Na, auch nur das da unten. Also, zweimal kaufen. Ja, it kinda makes sense. Das heißt, wir machen jetzt noch einen Handwerker und dann werden wir uns noch wieder um Militäreinheiten kümmern. Oder einen Siedler vielleicht auch ändern. Wäre eigentlich mal eine Idee. Wäre eigentlich eine sehr gute Idee. Aber ich weiß halt nicht, wann der Angriff jetzt kommt von ihr. Wo sind alle ihre Krieger hin? Ich hoffe, sie sind nicht hier. Sonst wird das vielleicht wieder ein eher kurzes Vergnügen hier. Kommst du mal dahin? Okay, 20 Faith. Kriegen wir dann schon unser Pantheon vielleicht? 23 Produktion für meinen Handwerker, bitteschön. Das war gar nicht so viel. Ihr meint die kleineren Küsten, wir haben eure Rücksicht bemerkt und wissen sie zu schätzen. Okay, bipolar wieder hier. Oder bipolar ist das falsche Wort, sorry. Auch nicht manisch, keine Ahnung. Wankelmütig. Man muss es nicht gleich immer pathologisieren. Ja. Okay, Moment. Moment. Kultur durch Weiden. Weiden haben wir gerade gar keine. Was haben wir denn? Gewürz. Und das eine ist was anderes, oder? Warte mal, was bist du? Kaffee und Gewürze hätten wir. Gibt es da vielleicht eins für beide? Nein, wir kriegen entweder Nahrung durch Kaffee. Nein, Kakao, ich trottel. Ja, aber auch Kakao ist das gleiche. Nahrung durch Kakao oder Kultur durch... Ha. Was gibt's sonst noch in diesem mit Kultur vielleicht? Durch Weiden, habe ich gesagt, da ist ja nichts. Wunder bringt nichts. In die ganze Religionssache will ich eigentlich nicht gehen. Produktion durch Fischerdörfer ist auch blöd. Nicht Fischerdörfer, was heißt das da? Fischerboote, dankeschön. Mein Gott, Gehirn. Bringt auch nichts? Nein. Nöp. Ja, ich glaube, es ist zwischen den beiden. Wie schaut denn der Rest des Landes so aus? Wir haben sonst genau gar nichts. Zitrus hätten wir da oben noch, aber ich weiß nicht, ob ich da überhaupt hingehe. Ich glaube, die Nahrung bringt leider wirklich mehr als das bisschen Kultur. Ich will auch nicht die zwei Glauben für die Steinbrüche machen. Das bringt, glaube ich, auch relativ wenig. Ich meine, da werden wieder mehr. Ja, okay, da sind überall Steinbrüche. Aber ich will nicht jedes Mal zwei Glauben noch Steinbrüche. Also will ich überhaupt nicht auf Glauben gehen. Wie steht's hier? Wie sieht's bei dir da unten aus? Auch nicht so wirklich. Gibt's nicht irgendwas generell für Plantagen? Bananen! Plus 1 Kultur durch Bananen. Ups, das habe ich übersehen. Ja, dann machen wir das. Bisschen mehr Kultur. Immer her damit. Aber nur für die Plantagen auf der Banane. Also jetzt noch nicht. Aber du kannst ja bald eine Plantage machen. Das passt schon. Du kommst jetzt da mal Bewässerung beschleunigen. Wir schauen noch kurz da hin. Okay, da ist der Kontinent fertig. Also wenn wir da irgendwie einen Krieg gewinnen könnten, wären wir schon mal gut dabei, glaube ich. Schau mal an, wer hier ist. Wenn ich dich mit dem Schleuderschützen killen könnte, wäre das super für Bogenschießen beschleunigen. So, hier wird jetzt mal Bewässerung beschleunigt, genau. Und dann machen wir gleich die Plantage nach als nächstes. Oder ich könnte hier noch schnell den Steinbruch machen. Oder ich könnte nochmal holzen. Warte mal, was will ich dann aber alles machen? Nein, dann kann ich, wenn ich nochmal holze, kann ich den Steinbruch nicht einmal machen. Dann kann ich nämlich hier Plantage mit dem hier machen. Und du hast jetzt schon deine dritte Aufladung schon verbraucht. Du bist aber eh bald. Ne, da ist noch ein bisschen Wohnraum. Ja, und ich will das eigentlich schon bearbeiten. Das heißt, ich glaube, ich holze einfach wirklich nicht nochmal. Und der baut einfach drei Plantagen jetzt. Der Arbeiter hier. Und du machst dann, ich glaube, ich muss noch einen Schleuderschützen machen und dann wahrscheinlich erst den Siedler. Sonst gehe ich, glaube ich, sehr sicher drauf. Okay, du kommst gleich mal her. Interessante Entscheidung. Musst du jetzt nicht eigentlich das hier beschützen gehen? Oder kannst du jetzt meinen Schleuderschützen angreifen? Ich weiß nicht, wie die KI da genau programmiert ist. Naja, da greift mein Schleuderschützen an. Okay, dann hättest du mal kein Lager mehr. Die Gefahr von den Toren von Stirling wurde gebannt, die Barbaren sind vertrieben. 3 Zeitalterpunkte dafür bekommen. Okay, militärische Tradition, große Fortschritte gemacht. Handwerkskunst nicht vergessen, Gummibaum. Das muss gleich abgeschalten werden. Und zur nächsten Runde. Kann ich jetzt nochmal... Ich weiß gar nicht...
Ich meine, du gehst jetzt nicht drauf, oder? Warte, wie viele Punkte hast du? 55, aber du bist noch schwächer diesmal. Das ist die Beförderung. Ich weiß nicht, ob ich ihn nächstes Mal, wenn ich ihn damit zuerst angreife und dann angreife, ob ich ihn dann killen kann. Das wäre ziemlich nice. Wir bauen jetzt hier den Steinbruch. Wärst du fertig? Ah, hat Steinmetzkunst auch Fortschritte gemacht. Das ist gut. Okay, ist nicht hin. Kann ich dich killen? Das wäre so cool. Ich sollte dich killen können. Yes. Bogenschießen beschleunigt. Wonderful. Geh weg. Wo ist es? Wo ist es? Sag mir nicht, dass da das Lager ist. Ich kriege einen Auszug. Oder ist das der von da oben? Oder war das der von hier? Das wäre das Schönste, weil dann ist das Lager wenigstens schön. Nicht mich jetzt angreifen, wenn ich verletzlich und arm bin. Kann ich die Bananen? Das ist jetzt ein bisschen risky. Normalerweise nehmen Späher keine Handwerker ein. Ausnahme ist, wenn ihr Lager bereits zerstört wurde, dann werden sie Amokläufe und greifen alles an, inklusive Handwerker. Da ich jetzt nicht sicher weiß, woher dieser Späher kommt, kann ich das mit den Bananen da nicht gleich machen. Ja, yeah. It's a sad story. Will ich wirklich das Gewürz kaufen? Ich muss es jetzt eigentlich nicht kaufen, dann habe ich noch eine Aufladung zu viel mit dir, aber wie viel kostet der erste Siedler, wenn man noch keinen gehabt hat? Nur 3,20, wir sind schon auf 2,52. Ich glaube, der Siedler bringt mehr als die Gewürze. Kommen wir schnell genug? Okay, rechnen wir mal ein bisschen. Ja, wir kommen innerhalb von 10 Runden, dann hätten wir 2 Siedler draußen. In 0, nix, aber halt noch keine militärische Präsenz, um uns zu verteidigen. Was ein bisschen sehr risky sein könnte. Sehr, sehr risky. Zu risky, möglicherweise. Would be so good, though, wenn wir gleich mal 3 Städte runtergesetzt hätten. Yeah. Oder noch ein Schleuderschütz und das Monument will ich nicht bauen, weil ne, ich glaube, wir gehen aggressiv auf Siedler, weil es ist noch keiner da. Der hat nicht Mucks gemacht da drüben. Sie hat zuerst mal ein bisschen denunziert, dann war sie eh ganz okay. Truppen rennen da gerade nicht rum. Es ist definitiv risky, aber wir müssen, es wird ja auch schwer, also wir müssen vielleicht ein paar Risiken eingehen. Kannst du jetzt da hin? Nein. Du hast nur 3 Bewegungen. Nicht 5000. Ja, du kommst jetzt einmal da definitiv den Handwerker beschützen. Du kannst dich jetzt mal kurz befördern lassen für Salve, wie immer. Haben wir Handwerkskunst? Fuck me! Außenhandel. Eine Runde verschwendet. God damn it! So blöd. Technologiebaum öffnen. Ich habe nämlich noch drauf geschaut, wo es umgesprungen ist. Mein Gott. Mein Gott. Okay, ich meine, jetzt, wir haben das so lange wie möglich herausgezögert, das muss jetzt mal im Bogenschießen erforscht werden. Ganz klare Sache. Okay, nächste Runde. Alright, und dann hätten wir jetzt eh schon 20 Minuten gespielt mit dem Intro, glaube ich. Das heißt, ich werde nach dieser Runde, die gerade vorbei war... Falsche Richtung, geh nach Westen, schleich dich. Fuck, ja. Ja, das wird unangenehm. Dass die KI jetzt plötzlich ihre Siedler beschützt. So gemein. Okay, ja, wir werden hier einen Cut reinhauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, wie immer, weil es das die erste Folge eines Let's Plays ist, ist es besonders nett, wenn ihr ein Like da lasst und /oder den Kanal abonniert. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.